Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer F1 2021 Fahrerkarriere. Heute zum vorletzten Rennen der zweiten Saison. Wir sind in Melbourne, in Australien. Und ja, es ist nicht meine Lieblingsstrecke. Ich muss es von vornherein sagen. Vor allem in diesem F1-Jahr absolut katastrophal auf dieser Strecke unterwegs. Aber wir wollen natürlich das Beste geben. Mal gucken, wo wir im Qualifying uns hinbringen können. Es ist das vorletzte Rennen für uns in dieser Saison. Das bedeutet auch das vorletzte Rennen im Alfa Romeo, bevor wir dann zu Ferrari wechseln werden. Und in der neuen Saison haben wir dann ja auch wieder einige neue Strecken dabei. Darauf freue ich mich auch wirklich sehr. Und jetzt würde ich sagen, starten wir hier rein in Melbourne und ich versuche mal das Beste rauszuholen. Erste Runde. Ja. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Der zweite Versuch gibt immerhin mal eine, ja, Verbesserung, aber noch schlechter ging eigentlich auch gar nicht. Trotzdem die ersten zwei Sektoren wieder weggeschmissen, also ja, keine Ahnung. Aber nicht mein letzter, damit bin ich fast schon zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und einen Versuch sollten wir noch haben. Der letzte Versuch bringt nochmal fast eine halbe Sekunde. Aktuell nur 19. Aber mal gucken, wo uns das hinbringt. Ich glaube, wir sind nicht raus aus Q. Eins, aber immerhin 17. Ist okay. Also immerhin ein paar Autos hinter uns lassen können auf dieser Strecke. Schon echt ein Erfolg, weil die Strecke macht in diesem Spiel wirklich gar keinen Spaß. Macht einfach keinen Spaß. Giovinazzi richtig stark auf Platz 13. Hoffentlich muss er dieses Mal keine Gridstrafe nehmen. Und die Haas einfach richtig schlecht. Das ist auch seltsam. Aber okay, wir sind also raus und starten damit gleich herein ins Rennen. Aber viele Fahrer sollten ja mal wieder eine Gridstreife nehmen und wir haben freie Reifenwahl. Also ich denke, ja, vielleicht geht was in Richtung Punkte. Wir haben hier scharenweise Zuschauer. Das wird ein fantastischer Renntag. Willkommen beim Großen Preis von Australien. Die Strecke in Melbourne ist wirklich ernst zu nehmen. Durch die Kombination aus rutschigen Oberflächen und schwierigen Kurven werden Überholmanöver um einiges heikler. Eigentlich funktioniert es nur in den DRS-Zonen oder halt, wenn der Gegner vorher einen Fehler macht. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Es gibt drei Dinge, die man besonders beachten muss, Heiko. Positionierung, Aufmerksamkeit und Disziplin. Erstmal muss man einen guten Platz für das Auto finden, wo man auch genug Luft hat, um auf die anderen zu reagieren. Dann muss man noch die Spiegel im Auge behalten und auf die Geräusche um einen herum achten, damit man weiß, wo die anderen alle sind. Und zu guter Letzt darf man nicht zu gierig sein. Nur weil man eine Lücke sieht, muss man nicht unbedingt reinfahren. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole, vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Sainz, Leclerc, Sergio Perez und Ocon. Tsunoda, Vettel, Bottas, er hat eine Gridstrafe erhalten, und Lance Stroll. Fernando Alonso, Zhou, Garcia und Latifi, Ricardo, Norris, Pierre Gasly, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten, und Antonio Giovinazzi. Mick Schumacher und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wie schafft es Giovinazzi eigentlich jedes Rennen eine Gridstrafe zu haben? Das ist doch krank. So, was fahren wir denn hier? Kann man vielleicht sogar Soft, Medium einfach fahren? Jeff sagt nein. Aber halten die Softs hier gut und lange? Oh, ich weiß nicht, ob die Softs hier wirklich gut sind. Habe ich so meine Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde fast auf die Mediums gehen, aber mit den Soft könnten... Im Start holt man sowieso nichts. Gehen wir auf die Softs oder gehen wir auf die Mediums? Komm, wir gehen jetzt mal auf die Softs. Wir gehen auf die Softs, gehen dann ein gewisses Risiko ein, dass es komplett rutschig wird nachher. Ja, wir starten von 13, Giovinazzi, wie immer eine Gridstrafe, obwohl er einen Super Quali hatte. Und damit rein ins Rennen. Ich habe Bock, aber es wird extrem schwierig.
Ja, tatsächlich gibt es einige, die auf Medium starten. Latifi beispielsweise hinter uns oder ich glaube Vettel auch vorne. Und sogar Tsunoda mit, der auch relativ weit vorne ist, jemand, der auf Hard startet. Hard starten gar nicht so eine dumme Idee, glaube ich, weil dann kann er halt gucken, wie die Reifen bei den anderen funktionieren. Ob es dann lieber die Mediums oder die Softs werden. Wir starten jetzt auf den Softs von Platz 13. Schwieriger Start hier immer. Könnte sehr, sehr chaotisch werden und hinter uns haben wir direkt den Lokalmatador Ricardo. Das ist auch eher unangenehm. Versuchen wir es. Die fünf roten Lichter, sie gehen jetzt aus und wir starten rein hier in Australien mit ordentlich Wheel Spinning, haben aber die Außenlinien. Das ist fast das Wichtigste. Ricardo. Oh, nee, Norris ist es, der einen Raketenstart gehabt haben muss. Der da, ja, auf einmal innen war und uns ganz schön weit rausgedrängt hat. So, das gleiche machen wir jetzt mit seinem Teamkollegen Ricardo. Und vorne hat Bottas da ein Problem. Das sieht mir sehr nach einem Problem von Bottas aus, hier aber fast erstmal selber über den Curb hinweggerutscht. Wieder sehr hart gegen Daniel Ricardo. Der will natürlich hier unbedingt an uns vorbei. Aber wir wollen auch vorne dranbleiben. Oh, hier ist einer langsam. Irgendeiner ist langsam. Ist es Sue oder wer? Oh, Lando zieht da völlig rüber. Weiß ich nicht, ob er das machen muss. Wir gehen innen rein gegen Lando Norris. Und kriegen die Position auch. Ich glaube, keiner ist an die Box gegangen, oder? Doch, ein Ferrari, ja, scheiße. Ferrari wieder auf einer sehr guten Position ja gestartet. Also ich denke, wir werden in ein echt ordentliches Team da für die nächste Saison wechseln. Eigentlich müssten wir drittbestes Team sein dann mit Ferrari und da habe ich so unfassbar viel Bock drauf. Endlich um die WM mitfighten. Das wird richtig, richtig geil. Oh, Alonso muss da die Lenkung aufmachen. Können wir jetzt hier vielleicht davon profitieren? Nein, können wir nicht. Wir können aber voll und ganz über den Rasen fahren. Perfekt. Und hinter uns warten beide McLaren darauf, uns zu überholen. Aber noch kommen sie nicht vorbei. Noch. Vorne versucht Alonso an Su vorbeizukommen. Hinter uns immer noch die McLaren. Und da ist Alonso an Su auch vorbei. Und an Su wollen wir jetzt auch möglichst schnell vorbeikommen, weil der natürlich im langsameren Auto sitzt und ich glaube, uns ist hinten einer raufgefahren. Das hat sich so angefühlt, als wäre uns hinten einer raufgefahren. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Ist uns Norris hinten raufgefahren? Ich habe jetzt keinen Flügelschaden bei ihm gesehen. Zu zweit hier durch die erste Kurve. Wir können uns weiterhin behaupten. Erstmal. Was ist da vor uns, oder? Alonso. Motorschaden zieht komplett rüber. Oh mein Gott, da ging es richtig ab. Ach du Scheiße, wir haben Safety Car. Was? Wieso nur virtuell? Junge, Ricardo oder Norris ist komplett hinten raufgefahren. Oh mein Gott, irgendeinen hat es da komplett zerfetzt. Oh, Lando Norris voll hinten rauf und dann Ricardo geht quer, weil er komplett ausweichen muss. Ich glaube, Ricardo ist raus, ja, Ricardo ist raus. Beide McLaren vom ehemaligen McLaren-Fahrer Alonso rausgenommen, wenn man so will. Und wir hatten ja richtig Glück, dass wir da vorbeigekommen sind. Weil er hier einfach rüberzieht. Warum ist die KI so dumm? Guckt euch das an, wo wir langfahren. Wir fahren über Rasen, um vorbeizukommen. Lando nimmt die andere Seite. Ja, von Lando war es auch einfach schlecht. Also, Lando lenkt ja in Alonso rein. Also, den gebe ich nicht Alonso, aber dann muss Ricardo voll auf die Bremse, weicht aus. Das wird man in der echten Formel 1 auch nicht so machen. Aber okay, und dann halt hier. Ja, die Hinterräder sind dann natürlich weg. Und dann knallt er voll in die Wand. Oh, und dann geht's noch weiter. Latifi dahinter knallt auch nochmal in Ricardo rein, ist raus. Und unser Teamkollege Giovinazzi auch noch hinten rein, ist raus. Und dann auch noch, ich glaube, beide Haas. Mick. Ja, und auch Russell. Es ist der Wahnsinn. Einen solchen Massencrash habe ich noch nicht gesehen in diesem Spiel. Absoluter Wahnsinn. Und wir haben nur ein VSC. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, langsamer, Digga, langsamer.
Es sind 6 Autos raus. Hallo? Und die macht ein Virtual Safety Car? Ja, die müssen doch jetzt noch umstellen auf richtiges Safety Car. Das kann dann... Ja. Gut, jetzt ist Safety Car auf der Strecke. Also das wäre ja auch komplett lächerlich gewesen. Aber krank. Krank, krank, krank. Norris musste natürlich jetzt an die Box. Der hat sich... Der ist ja noch glimpflich davon gekommen. Also wir am allerbesten. Wow. Wie viele Fahrer sind raus? 6 Fahrer sind raus. Das ist doch der absolute Wahnsinn. In echt wäre das Ganze natürlich auch eine absolut rote Flagge. Also, da hilft ja kein Safety Car mehr. Hier wird ja alles voll liegen mit Trümmerteilen. Hier haben die Stewards das jetzt innerhalb von einer Runde schon weggeschafft. Oh, ich habe gerade übel überlegt, an die Box zu fahren. Wir hätten halt reinfahren können und würden maximal 3 Positionen verlieren. Wir hätten uns nochmal neue Softs holen können. Aber wir sind halt erst 5 Runden gefahren und so viel haben die Reifen jetzt noch nicht. Dementsprechend bleiben wir erstmal draußen, müssen eigentlich nur so überholen, dann wären wir auf einem Punkterang. Klar, Sainz kommt von hinten. Der wird uns das Ganze nicht leichter machen. Und mit noch einem Safety Car würde ich eigentlich nicht rechnen, weil einfach schon 6 Autos raus sind. Ja, krass, krasse Wendung in diesem Rennen. Also plötzlich einer der interessantesten Grand Prix dieser Saison. Obwohl ich eigentlich gar keinen Bock auf das Rennen hatte. Aber dieser Crash, der war ja nun wirklich absolut unvorhersehbar, absolut geisteskrank. Und bin mal gespannt, wie es jetzt hier weitergehen wird im Rennen. Okay. Jeff kommt jetzt mit einer anderen Strategie. Ja, wow, Jeff. Also das ist ja völlig dumm, jetzt an die Box zu gehen. Also er sagt auch das, worüber ich nachgedacht hatte, auf die Soft zu gehen. Aber das halte ich jetzt für Quatsch, weil ich glaube eher, dass wir nachher auf die Mediums gehen können, anstatt auf die Harten, weil wir jetzt halt die Reifen hier 3 Runden lang schonen konnten. Und die Mediums sollten hier eigentlich ziemlich lang halten. So, Safety Car Restart. Lewis Hamilton führt an. Und ich glaube, wenn er dieses Rennen gewinnt, dann ist er auch Weltmeister. Also, für ihn auch hier ganz, ganz wichtig alles heute. Und wir würden natürlich hier nochmal ein paar Punkte gerne für Alfa Romeo mitnehmen. Und jetzt sollte es gleich wieder auf Renngeschwindigkeit gehen. Oh, Reifen drehen leider hinten etwas durch. Ich muss doch hier kurz vom Gas gehen. Kein idealer Restart, aber keine Position an Sainz verloren, der allerdings auch zwar schon in der Box war, aber auf Mediums unterwegs ist. Wir müssen an Zhou vorbei, weil Sainz uns auch direkt im Getriebe hängt. Aber ohne DRS ist das halt richtig schwierig, weil du hier so viel Dirty in die Fresse bekommst, dass du einfach nicht ran kannst. So, Perez ist als erster in der Box nach 7 Runden. Der muss soft, medium fahren. Hinter uns ist auch irgendwas passiert. Sainz hat irgendwie übel Zeit verloren und auf dem Platz an Lando Norris. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, Norris geht vorbei. Schlechte Runde, ganz, ganz schlecht gefahren. Jetzt ist Lando Norris vorbei. Und hält uns sogar noch auf. Ja, komm, zieh halt nochmal rüber, weg von der idealen hier. Was soll das denn? Wir können dich eh nicht angreifen. So unnötig mal wieder. Okay, viele gehen jetzt auf die Harte. Ich überlege, ob wir jetzt auch auf die Harten gehen, weil die Softs sind scheiße. Oder ob wir jetzt noch 3 Runden fahren und auf die Mediums gehen. Ich sehe mich aber eher auf die Mediums, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Suvit rein. Wir waren knapp eine Sekunde hinter ihm. Also wir overcutten ihn, Gasti geht vorbei, wir sind echt lahm, richtig lahm, aber na, mal gucken. So, Boxenstopp, Reifen waren jetzt gar nicht so scheiße, also ich habe ja gerade nochmal einen grünen Sektor tatsächlich gefahren. Auf die Mediums geht es, in der Hoffnung, dass wir auf Platz 12 wieder rauskommen und vor uns sind auch nochmal ein paar an der Box. Ja, und die gehen jetzt auch auf Mediums, also... Okay, zumindest Norris. Ocon geht auf Hard. Aber wir werden auf jeden Fall auf die Mediums gehen. Könnt ihr euch ein bisschen beeilen? Hallo?
3-0er Stop. Oh Junge, ich freue mich so auf Ferrari. Ich hoffe, da werden die Boxenstops auch zumindest ein bisschen schneller sein. Und wir kommen raus auf Platz 11, weil Perez direkt hinter uns auch für seinen zweiten Boxenstopp drin war. Aber, was viel wichtiger ist, wir kommen vor Su raus. Also hat unser Overcut tatsächlich funktioniert. Gasly ist nochmal in der Box gewesen, jetzt auch für den letzten Medium-Stint. Mal gucken. Ich hab so ein Gefühl, wir können Punkte noch schaffen, aber von hinten kommt halt auch noch Perez und Sainz darf man auch nicht ganz vergessen. Oh, Gelb. Was ist los? Was war hier denn jetzt los? Da würde ich aber gerne nochmal reingucken. Norris und Gasly waren's. Nee, da ist schon Gelb. Da vorne ist Staub. Ich glaube, hier hat sich einer, ja, einmal gespinnt. Und zwar Ocon. Dreht sich einmal völlig weg. Stroll ist es, glaube ich, der, ne, das ist Vettel, der gerade so vorbeikommt. Ja, da hat sich der Alpine einmal rumgedreht. So, jetzt wird's interessant. Lando Norris direkt vor Stroll, weil Lando Norris seitdem wir an der Box waren, mit Motorproblemen fährt. Und Stroll ist hinten dran und wir sind schneller als Stroll, holen auf den Kanadier auf. Heißt, jetzt könnte es hier in den spannenden Dreikampf gehen. So. Super rausgekommen aus der Kurve. DRS und ERS. Aber Stroll hat das halt auch. Verbremser von Lando Norris. Und dieser Dreikampf, der wird gleich zum Vierkampf. Und daraufhin sehr schnell auch zum Fünfkampf. Und Perez kommt mit ganz viel Tempo von hinten. Und Sainz wird dadurch, dass jetzt hier gleich mächtig gefightet wird, auch definitiv rankommen. Ich stehe mal wieder, weil ich den Curb da mitgenommen habe. Hier ist es so schwer zu überholen auf dieser Strecke. Irgendjemand war schon wieder in der Box. Ich glaube, Tsunoda vielleicht. Tsunoda auf Soft. Das müsste es eigentlich sein. Er ist auf jeden Fall der Verlierer vom Safety Car. Und das ist Perez, der uns hier angreift. Den wir aber da nicht vorbeilassen wollten. So, jetzt. Erneut Perez, unnötig. Kostet uns extrem Zeit. Norris konnte sich auch irgendwie wieder von Stroll ein bisschen absetzen. Mal gucken, wie es hier weitergeht. So, DRS auf Stroll haben wir. Leclerc auch nochmal in der Box auf Soft. Okay. Sehr interessant. Oh, Dirty Air. Das ist der Wahnsinn. Es ist so schwer auf Australien zu überholen und ich glaube, Lando Norris hat sein Motorproblem echt wieder in den Griff bekommen, weil der zieht ja gerade komplett davon. So, jetzt aber. Jetzt aber ist Stroll fällig. Jetzt ist er fällig. Das gibt eine kleine Dive-Bomb. Aber alles super fair und wir sind am Kanadier vorbei. Sehr, sehr stark. Und jetzt absetzen. Absetzen, was das Zeug hält. Und dann wird Perez früher oder später auch an Lance Stroll vorbeigehen und Perez wird dann richtig ekelhaft nochmal. Oh, Gabe hat sich nochmal an Ferrari weggedreht. Schwaches Wochenende von Ferrari. Ich glaube, es war Charles Leclerc, der gerade zwar die schnellste Rennrunde gefahren ist, aber natürlich nicht in den Top 10 ist. Und erst recht nicht, wenn er sich dann auch nochmal wegdreht. Aber Perez ist vorbei, jetzt haben wir ein Problem. Ja, ich bin nicht von Stroll weggekommen. Aufgrund des DRS, was aber eigentlich gar nicht so schlimm war, weil dadurch, dass Stroll noch DRS auf uns hatte, konnte Perez nicht an Stroll vorbei lange Zeit. Jetzt hat er es dann doch in der Bremszone geschafft. Ich glaube sogar in der gleichen wie wir. Und jetzt wird es halt nochmal richtig schwer, weil Perez können wir eigentlich nicht hinter uns halten. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen können. Und Perez senkt uns direkt im Flügel. Also, war jetzt auch kein guter erster Sektor, war ein katastrophaler erster Sektor, aber trotzdem, das wird jetzt hier richtig unangenehm, gegen ihn jetzt hier zu fahren. Es sind halt nur noch 5 Runden. Mal gucken, was der Red Bull auf der Geraden kann mit DRS. Wir nutzen unser ERS, aber die erste DRS-Zone, die ist eigentlich nicht dafür da, um zu überholen, sondern es ist diese hier. Und er ist so unfassbar nah dran, dass wir defenden müssen.
wenn wir es überhaupt können. Ja, können wir. Könnte eigentlich einen Switchback machen, also in echt hätte er einen Switchback machen müssen. Aber wir bleiben vorne. Noch. Jetzt geht er aber innen rein. Und da wird er wohl nicht zurückziehen. Oh, aber er fährt richtig, richtig scheiße. Oh mein Gott, und Stroll kommt an uns ran und fährt uns in die Kiste. Fährt uns komplett einmal in die Kiste. Boah. Junge, 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 was war das denn? Digga. Ey. Wieso? Wo will Stroll da lang? Wo will Stroll da lang? Mein Gott, der Typ ist doch wirklich behindert. Er fährt uns komplett in den Seitenkasten, fährt sich den Frontflügel ab. Wir ziehen, glaube ich, seinen Frontflügel mit oder so. Fährt uns Sainz auch noch hinten rein, fast. Er hängt die ganze Zeit noch in uns drin. Was will er denn da? Junge, Junge, Junge. Und dann verlieren wir hier komplett die Kontrolle einfach fast. Weil einfach die Seitenkästen komplett beschädigt sind. Und das alles, weil Perez wie so ein Idiot da gefahren ist. Wirklich. Jetzt müssen wir mit kaputten Seitenkästen den 10. Platz gegen Yuki Tsunoda auf Soft verteidigen. Ja, wenn das klappt, ne, dann, ja. Dürfen wir ihn überholen? Dürfen wir ihn zurück überholen? Weil er hat unter VSC, ja, er hat uns über VSC überholt. Aber wir dürfen ihn nicht zurück überholen. Was ist das denn für ein Quatsch? So, VSC endet. Wir werden sofort an Perez vorbei müssen. Sofort. Jetzt ende doch endlich. Junge, wie lange braucht das denn? Hallo, ich will an ihm vorbei. Digga, wir fahren hier gefühlt Renntempo. Aber dieses Safety Car, ja. Jetzt fängt... Ach, genau hier. Das gibt's doch nicht. So, können wir direkt vorbei? Können wir direkt vorbei? Nein. Ja, wir kommen nicht vorbei. Wir schaffen es nicht. Direkt vorbei. Danke, Jeff. Ich weiß, dass wir Schäden in den Seitenkästen haben. Mich stört das auch ganz schön. Weil ich muss dieses Auto noch bewegen, was Lance Stroll völlig zerscheppert hat. Oh, jetzt ist Tsunoda direkt hinter uns, weil wir da gar nicht aus der Kurve rauskommen. Ich will diesen einen Punkt hier mitnehmen. Wenigstens diesen einen. Wir hatten eigentlich den 9. Platz verdient. Tsunoda ist direkt hinter uns. Und geht vorbei. Das gibt's doch nicht. Das kann es doch nicht sein, Digga. Wir nehmen hier keinen Punkt mit. Junge, ich bin so frustriert. Ich hasse Stroll für alles. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Und Perez auch. Wieso hat Perez einen Stall überholt? Mein Gott. Es ist so traurig, Digga. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Wieder einmal. Es war so ein gutes Rennen von uns. Und du wirst null belohnt dafür. Ohne Sinn. Wir haben nichts falsch gemacht. Nichts. Gar nichts haben wir falsch gemacht in dieser Situation. Und werden einfach so dafür bestraft. Danke, Stroll, echt. Danke, Perez, wirklich. Einfach nur krank nett von euch. Mega. Also, warum hat Perez da überholt? Ich verstehe es bis heute nicht. Wie kann er denn da überholen? So ein Scheiß. Ja, dennoch, war es ein cooler Grand Prix, aber ohne Punkte hier rauszugehen, tut halt so unfassbar weh. Ja, aber Australien hat auf jeden Fall ein paar Pluspunkte bei mir sammeln können. Und damit geht es jetzt auf die letzte Runde. 14 Autos. Und wir werden Elfter. So traurig. So traurig. Mann, ey, das tut so weh, weil... Wir haben wirklich halt nichts falsch gemacht in der Situation. Also... Klar, wir sind vielleicht aus der einen Kurve schlecht rausgekommen, deshalb hatte Perez erst die Chance, uns da vor der Schikane zu überholen. Aber, also in echt hätte ein Perez da doch nicht überholt. Perez ist ja wohl schlau genug, um zu wissen, dass es kompletter Quatsch ist, in der Situation zu überholen. Es hat ihm ja so viel Zeit gekostet, also, ja, ne. Also wir hätten ihm ja theoretisch auch voll raufknallen können.
Lewis Hamilton gewinnt das Ding, ist damit, glaube ich, Weltmeister, aber Max Verstappen wurde als Zweiter, deshalb könnte es sein, dass das Ding auch noch nicht ganz durch ist. Es ist auch richtig schwer, hier durchzufahren mit den Seitenkästen, also noch schwerer als sonst. Ja, Bottas Dritter, also stark, weil der hatte, glaube ich, zum Anfang des Rennens auch richtig Probleme, da hat das Safety Car ihm auch geholfen. Lando Norris ist ja noch krass zurückgekommen, Vettel auf der 4, wie ich es gerade sehe. Ocon 5. Gasly 6. 7. ist Perez. 7. ist Norris. 8. Perez. 9. Sainz und 10. Tsunoda. Und wir werden nur 11. Und ja, sind damit auf dem beschissensten Platz der Formel 1. Ja, Fahrer des Tages, gucken wir noch schnell rauf. Pierre Gasly. Und damit geht ein weiteres Jahr der Formel 1 zu Ende und ein neuer Weltmeister ist gekürt. Ein weiterer Eintrag in die glanzvolle Liste der herausragendsten Fahrer dieses Sports. Das war nicht nur der Sieg, sondern auch der Titel. Glückwunsch an das ganze Team. Was für eine fantastische Saison. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ein zuverlässiges Auto war hier der wichtigste Faktor. Das war eine richtige Materialschlacht und man konnte sehen, dass die Fahrer an der Spitze nach einer Balance zwischen ihrem hohen Tempo und dem Verschleiß ihres Autos gesucht haben, um überhaupt das Ende zu erreichen. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Ja, was für ein Rennen. Lewis Hamilton krönt sich zum Weltmeister und Mercedes zum Konstrukteurssieger. Verstappen wieder einmal nur Zweiter. Vettel stark, Ocon stark. Ganz bitteres Rennen für Sainz und Leclerc, beide Ferrari-Piloten. Und 6 DNFs. Absoluter Wahnsinn. Absolutes Wahnsinnsrennen, bitteres Rennen auch für uns. Wir gucken auf die Rangliste, wir sind stuck on 11. Lewis Hamilton vor Max Verstappen, jetzt also Weltmeister. Und die Konstrukteurs-WM ist auch entschieden. Mehr ist der Red Bull erneut geschlagen von Mercedes. Ja, und auch ansonsten ist es eigentlich nur noch zwischen Aston Martin und Alfa Tauri spannend. Und damit gehen wir in der nächsten Folge rein ins letzte Rennen. Und da will ich unbedingt nochmal für unser Team hier punkten. So, dann nochmal im Hauptquartier angekommen. Nächste Folge dann also Abu Dhabi. Das letzte Rennen im Alfa Tauri. Alfa Romeo. Ja, Ressourcenpunkte. Können wir natürlich nichts machen, das ist klar. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht es gut und ciao.